Was ist ein DNA-Chip in Akkuträgern? Heute befassen wir uns mit dem sogenannten DNA-Chip. Keine Angst, der DNA-Chip in der Dampfwelt ist die Bezeichnung für den verwendeten Chip in eurer E-Zigarette bzw. in euren Akkuträger. Hinter der Bezeichnung DNA stehen noch Zahlen 60, 75, 200 oder 250. Welche die jeweilige maximale Leistungsangabe in Watt angibt. DNA Go ist ein Chip, der speziell bei Pod-Systemen zum Einsatz kommt. Ein DNA-Chip in einer E-Zigarette ist sozusagen das Steuerelement bzw. der Prozessor in deinem Akkuträger. Die Einstellungsmöglichkeiten bei diesem Chip sind sehr vielfältig und für viele sind Mods mit diesem Chip das Nonplusultra. Auf einer Suche nach einem neuen Akkuträger ist dir bestimmt schon eine Mod mit der Bezeichnung DNA bla 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 aufgefallen. Diese Akkuträger sind meistens recht hochpreisig, aber dennoch sehr beliebt und weit verbreitet. Die Firma Evolve LLC hat sich diese Chip-Technik schützen lassen, vertreibt diese Chips und die dazugehörige Software. Populär geworden sind diese besonderen Chips im Zusammenhang mit den temperaturgeregelten Dampfen. Da man mit der dazugehörigen Software eScribe für PC und Mac zum Herunterladen viele Parameter einstellen und individuell anpassen kann, ist diese Chip-Technologie bei vielen Herstellern beliebt. Wenn du also deine Coil für kurze Zeit mit mehr Leistung anfeuern willst oder dir eigene Leistungskurven erstellen willst, bist du mit diesem Chip selbst gut beraten? Eine sehr wichtige Funktion ist auch die sogenannte Replay-Funktion. Mit dieser Funktion lässt sich der letzte Zug haargenau wiederholen, was die Ausgabe von Leistung sowie die Ansprechzeit der Coil angeht. Die Variation DNA Go ist wie oben beschrieben für Pod-Systeme ausgelegt. Aber Vorsicht, du solltest nur Einstellungen vornehmen, wenn du dir ihre Auswirkungen bewusst bist. Solltest du dir unsicher sein, besuche einen Dampfershop und lass dir von einem Mitarbeiter die Funktionen und Einstellungen erklären. So viel zu dem Thema DNA-Chip, ein kurzes und knappes Video, aber trotzdem sehr informativ, wie ich finde. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.